Du bist niemals allein. Du weißt, was du tun musst. Lass dein Volk nicht im Stich. Deine Disco braucht dich. Ich bin's wieder, Stefan. Verrückt. Wir haben es immer noch nicht geschafft, Annika und ich haben es immer noch nicht geschafft, mal wieder zusammen ein Video zu machen, aber das kommt ganz bestimmt. Wir haben Donnerstag einen kleinen Ausflug vor, mal gucken. Wahrscheinlich nehmen wir unsere Kameras mit und dann wird es endlich mal wieder was mit unserem Video. Aber ich möchte dennoch ein Video machen, heute alleine wieder, denn ich war in Hamburg übers Wochenende und habe mir am Montagabend das Kylie-Konzert in Hamburg angeschaut. Kylie hat ihre Welttour gestartet vor einiger Zeit und hatte jetzt ihr erstes Konzert in Deutschland im Zuge dieser Tour. Und das fand in Hamburg statt und ich war dabei. Es war am Montag und es war einfach der Tag oder der Abend meines Lebens, glaube ich. Ich werde da noch lange von zehren. Es war wirklich wunderschön. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Es war eine tolle Show. Viel Akrobatik und Artistik und Wasser und Tanz und Musik und Party. Ich war schon 2008, ja, das war 2008, auf ihrer letzten Tour in Hamburg und das war auch wirklich, wirklich toll. Ich dachte bis dahin, dass das wäre der Abend meines Lebens gewesen und jetzt kam halt der neue Abend meines Lebens und es war wunderschön. Kylie ist unterwegs, um ihr neues Album vorzustellen. Aphrodite heißt es und die Tour heißt dementsprechend Aphrodite bzw. Aphrodite Les Folies. Les Folies, also Varieté, Cabaret, Show allgemein. Und das ist es auch, was die ganze Show ausstrahlt. Ich habe ein bisschen mitgefilmt, ich weiß nicht, ich glaube, das darf man nicht und das ist mir durchaus bewusst. Deshalb kommen jetzt immer nur ganz kleine Ausschnitte von der ganzen Sache, wo ich denke, das ist urheberrechtlich vielleicht zu vertreten. Von daher kommen gleich ein paar kleine Ausschnitte aus der Show. Genau. Als Support Act gab es Frida Gold. Ihr kennt Frida Gold vielleicht durch ihr Lied Zeig mir, wie du tanzt. Das haben sie natürlich gespielt. Die hatten leider mit technischen Problemen zu kämpfen. Und dementsprechend war das manchmal ein bisschen schwierig. Die Sängerin hatte so ihre Probleme mit den Tönen und sie sagte, also ich glaube ihr, das könnte an der Technik tatsächlich gelegen haben, dass sie sich nicht richtig gehört hat und so. Naja, war halt nicht so toll, aber sie hat das Beste draus gemacht, haben die Buhrufe ignoriert und haben da ihr Ding durchgezogen. Das letzte Lied, was sie gesungen haben, ich glaube, die haben 4 Lieder gespielt oder so, oder 5, und das letzte wird ihre neue Single werden. Ich habe leider vergessen, wie es heißt, aber achtet mal drauf, wenn Frida Gold eine neue Single rausbringt. Das hat mir gefallen. Das war ganz nett. Das fand ich schön. Genau, Frida Gold werden auch demnächst auf Tour sein. Aber jetzt sind sie im Moment noch durch Deutschland mit Kylie unterwegs. Als Support Act. Ja, ich habe Frida Gold auch kurz mitgefilmt. Das seht ihr jetzt. Seht ihr? Frida Gold. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz einen Ausschnitt von meinem Platz, wo ich gesessen habe. Ich saß in Block U15, glaube ich, in Hamburg in der O2 World und hatte wirklich einen sehr, sehr guten Platz. Und meinen Blick seht ihr jetzt. Genau, da habe ich gesessen und wie ihr seht, ich saß wirklich sehr dicht dran. Durch die Kamera wirkt das Ganze weiter weg, als es tatsächlich war. Das heißt, ich hatte wirklich guten Platz mit super Sicht auf die gesamte Bühne und das war schon schön. In der Mitte habt ihr vielleicht, da war ja dieser Laufsteg, ja, die Hauptbühne und dann ging da dieser Laufsteg ab mit dieser kleinen Bühne dabei. Und dieser mittlere Bereich ist die sogenannte Splash Zone. Ihr seht nachher in den Ausschnitten noch, warum er Splash Zone heißt. Da kostete eine Karte 250 Euro. Das habe ich mir verkniffen, das habe ich nicht gemacht. Aufgrund des Preises tatsächlich. Aber ich glaube, dass wenn man sich darauf einlässt und das zahlen kann, dann macht es auch sehr viel Spaß, da zu stehen, weil sich
viel von der Show tatsächlich auf der Hauptbühne abgespielt hat. Das heißt, die Leute dort hatten wirklich einen idealen Blick auf die Bühne, waren sehr dicht dran und es war alles sehr, sehr aufregend für die bestimmt. Ja, ich glaube, ich möchte gar nicht so viel reden. Ich zeige euch einfach ein paar Ausschnitte davon und dann könnt ihr euch euer eigenes Bild machen. Also ich bin ein riesiger Kylie-Fan und Kylie macht mich sehr glücklich mit ihrer Musik und daher bin ich vielleicht nicht ganz objektiv, was die Bewertung des Konzertes angeht, aber ich denke auch, wenn man, also links und rechts von mir saßen Leute, die eher allgemeine Popmusik-Fans waren, der Herr rechts von mir ist gegangen zwischendurch, dem war das wohl irgendwie zu blöd, das kann ich aber nicht nachvollziehen, wenn man 90 Euro für eine Karte ausgibt, dann sollte man doch bis zum Schluss bleiben, oder? Naja, die Dame links von mir ist eine allgemeine Popmusik-Fan-Lady gewesen, die viel auf Konzerte geht und die hatte einen Riesenspaß da. Einfach, weil ihr habt es gesehen, die Tänzer waren toll, die Show war toll, es gab tolle Kostüme. Es wurde ein bisschen Fosse getanzt und also immer nur so ein bisschen eingeflochten. Und das war wirklich, wirklich toll, eine tolle Show. Die ihr euch unbedingt angucken solltet. Ich selbst werde am 18.03. auch in Oberhausen dabei sein, habe ich mir heute überlegt. Ich werde gleich in die Stadt fahren und mein Ticket kaufen. Diesmal eine Stehkarte im Nicht-Splash-Zone-Bereich. Ja, habt ihr es eben gesehen, die Splash-Zone? Wasser kam von überall, wenn ihr da steht. Ihr kriegt aber auch ein Regencape dazu von Kylie.
was ziemlich cool ist. Und dann werdet ihr nicht ganz so nass. genau, am 18.03. werde ich in Oberhausen sein und mir das anschauen, dann mit einer Stehkarte, um dann auch ein bisschen mehr feiern zu können. Denn ich hatte leider eine Dame hinter mir sitzen, die es sehr gestört hat, wenn ich zwischendurch mal aufgestanden bin. Von daher habe ich die meiste Zeit gesessen. Das wird sich natürlich ändern, wenn ich Stehkarten habe. Am 4.3., was ist heute für ein Tag? Heute ist der 2.3., genau. Am 4.3. habt ihr die Möglichkeit, Kali in Leipzig zu sehen. Wenn ich das Video schnell hochlade, könnt ihr noch ganz schnell zu eurer Vorverkaufsstelle des Vertrauens rennen und euch eine Karte holen. Am 5.3. wird sie in München sein, am 6.3. in Mannheim und dann am 18.3. in Oberhausen. Ich habe jetzt leider nicht die Termine für das deutschsprachige Ausland aufgeschrieben. Da könnt ihr dann selber schauen, wenn ihr mir aus der Schweiz oder aus Österreich zuschaut, wann sie da irgendwo ist. Ja, wenn ihr Popmusik mögt, wenn ihr Kylie mögt, dann ist es auf jeden Fall eine Sache, die ihr euch angucken solltet. Ich war super, super aufgeregt die ganze Zeit und es war sehr, 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 sehr schön. Ja, danach war ich noch mit Andreas auf einer, Andreas ist ein Freund von mir, der auch auf ganz vielen Konzerten immer ist und der wusste, dass es eine offizielle Aftershow-Party geben wird. Und da waren wir dann, das war in einem Club, heißt Mundu, der ist auf der Hamburger Reeperbahn und das war die offizielle Kylie Minogue Aftershow Party und das war einfach mal eine der coolsten Partys, auf der ich je war. Die Leute, die da waren, waren natürlich alle gerade vom Kylie-Konzert gekommen, die Stimmung war super, die Leute mochten alle die Musik, die ich mag, das heißt, die Musik, die ich mag, wurde auch gespielt, es wurde viel Kylie gespielt, es in interessanten, coolen, tanzbaren Mixen, Lady Gaga, Katy Perry, alles, was man so jetzt im Moment hat und hört. Aber das war alles sehr, 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 sehr spaßig, hat sehr viel Spaß gemacht. Der Club ist wirklich super cool, also es ist eine schöne Location mit teuren Drinks, aber das lohnt sich trotz allem. Mundu heißt das Ganze. Ich habe kurz das Logo gefilmt, ich werde es euch jetzt zeigen, damit ihr es euch merken könnt, wenn ihr mal in Hamburg seid. Genau, Mundu heißt es. Ja, vielmehr, ich höre jetzt auf zu reden. Ihr werdet auf jeden Fall noch wieder was von Annika und mir sehen. Jetzt, wie gesagt, fahren wir am Donnerstag wahrscheinlich nach Köln, wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Machen ein bisschen Shopping. Von daher werden wir uns dann melden. Und sonst, weiß ich nicht, was ansteht. Genau, Kylie in Oberhausen. Wer auch kommt, sagt mir Bescheid. Wie gesagt, ich habe eine Stehkarte, der Stehraum ist groß, vielleicht sieht man sich, ich würde mich freuen, sagt mir Bescheid, dann kann man sich da sehen. Wenn ihr sitzt, sagt mir, wo ihr sitzt, dann winke ich euch. Und wenn ihr da gar nicht hin wollt, shame on you. Es lohnt sich wirklich, es war ein großer, großer Spaß. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit der angebrochenen Woche. Ich wünsche euch viel Spaß, weiß nicht, morgen beim Gucken von Germany's Next Topmodel oder was auch immer ihr tut. Ich fahre jetzt in die Stadt, kaufe mein Ticket für Oberhausen und freue mich. Genau. Warum schnipse ich? Ich weiß es nicht. Ich drücke jetzt auf Stopp. Macht's gut, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch.